Und herzlich willkommen zu einer Runde Diablo 3. Okay, der neue Patch ist da. Und ach, da bin ich ja gerade. Warte mal, Ebene 1. Oh, hier hin. Jetzt keine Monster. Das stimmt ja doch nicht. What the fuck? So, hier gut? Nein, aber natürlich nicht. Wie schnell habe ich den denn jetzt hier gleich? Oh, da sind gleich drei. Langweilig. Mann. Ich brauche aber die Langweilen nicht. Ich guck mal an. Hallo. Das ist ein aktueller Patch raus von Diablo. Und ich langweile mich jetzt schon. Danke an den Daniel dafür, dass ich mich jetzt langweile. Einmal hat er mich gelevelt, zack. Nicht da reinlaufen. Ja. Und wandeln wir noch ein paar Monster hier. Echt süß, sagt mein Charakter. Echt geil. Oh, Loot. Ich mag Loot. Jo. Hopp. Komm, du Alien. Zap. Vorbei. Guck mal, die Tierchen machen die alleine. Oh. Hey, was bist denn du? Ja, ich bin ja gerade in der Quest. Das ist ja das Lustige. Oh, oh nein. Gesamt und hoppa! Ja, Vergeltung! Toll, du kannst sterben, wenn du da runterfällst. Die Niederungen des Wahnsinns sind das Alpha und das Omega des ewigen Konflikts. Sie liegen im Zentrum aller Dinge und verbinden das Reich der Himmel mit dem der Höllen. Vor langer Zeit, als die Engel noch jung waren, fand der Aspekt der Weisheit hier das Auge von Anu. Er taufte es den Weltenstein und die Himmel schworen, ihn zu beschützen. Etwas hat sich in der Festung niedergelassen. Dessen bin ich mir sicher. Lange habe ich die vom Kampf gezeichnete Fassade angesehen und vom Schutz ihrer Mauern geträumt. Doch was hat sich verändert? Die Lehren befassen sich mit dem Verzweifelt versuchen, den Dämonen zu verändern.
der Diener eines Dämonenfürsten. Ach, das nervt eigentlich. Langweilig. Boah, meine Lebensenergie wird nicht mal angekratzt. Digga, der hat ihn verschnitten. Oh, der sah süß aus. Guck mal, wie geil. Der ist ja niedlich. Das war der Endboss. Echt jetzt? Nee, war nicht. Oder? So, jedenfalls von der Ebene war es. Der Boss. Langweilig. Der war ja niedlich. Die uns wie schwerer in Erinnerung. Dass so alle 30 Sekunden gestorben bin. Oh, da sind noch ein paar kleine Monster machen. Das ist nicht mal explodiert. Ich bin überlastet. Ich bin überlastet, bla bla bla. Stehen auf, Alter, und werden vernichtet. Jetzt nochmal zurück. Sie verlassen. Nein, Wort. Nee, mich da. Ach ja, hier bin ich. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich kann mich jederzeit zurück teleportieren an der Stelle. Nur ich bin voll, weißt du? Achso, Finsternis. Langweilig. Alles langweiliger Dreck, bis auf vielleicht der Ring hier. Nö, auch langweilig. So, jetzt in den Händler. Warte ich den Händler hier? Da ist er doch. So. Ich habe nicht mal Verbrauchsschaden. Der beste Service in ganz Westmark. Händler. Stand verkauft. Stand verkauft. Langweilig. Hier die Bücher behalten. Verkaufen. Oh, das Gewand ist nicht schlecht, aber leider gehört mein Gewand zum Dings. Also verkaufen wir alles, was ich kann. Besonders die ohne Farbe, die sind eh Müll. Danke. Ab wieder ins Portal. Geht's weiter. Da geht Gold. Ich bewege mich einmal. Mein Wolf macht ein Biss. Mach ich ja. Das war nur ein Vorgeschmack.
Nee, ich will erstmal die ganze Karte erforschen, weißt du, damit ich weiß, wo was ist. Und um mehr zu leveln, deswegen. Ja, dann gibt's das Paragon-Level. Und Niederlage ist die Grundlage unserer Existenz. Und die Essenz des ewigen Konflikts. Oh, guck mal. Meine Viecher haben schon den Endbossplatz gemacht. Also, von dem Eck hier. Platt. Langeweile des Todes. Würde ich das hier nennen. Ja, dann gehen wir mal in die nächste Quest rein, da unten. Das ist das nächste Türchen. Tisch durchsucht. So. Was die Vieh hier alles zusammenfällt. Dann fangen die Viecher schon an zu schreien. Blute, abschauen. Nein, das werde ich nicht tun. Nein, bloß nicht. Oder so. Oh Gott. Das ist schlecht. Für alle. Weiter geht's nicht. Richtig? Mies. Wieder so ein Moment, wo ich denke, jetzt kommt eigentlich mehr, ey. Spürt meinen Zorn. Los. Wie habe ich eine Taste gedrückt? Ja. Hat mich Mana gekostet. Gib mir meinen Mana zurück. Was soll das denn sein? Übertreibt es nicht, Jungs, übertreibt es nicht. Was ist denn das hier? Wegpunkt. Relativ. Gehen wir mal durchs Portal. Weißt du, dass bei Diablo jedes zweite Ding gleich aussieht, ey. Aber die Hintergründe sind eindrucksvoll gemacht. Pfad des Kriegers, okay. Ich bin ein großer Krieger. Jo. Da fällt mal ein ganzes Eck auseinander. Das Gegenstände zerstört. Kriege ich jetzt ein Achievement? Alle gleichzeitig. Ja, alle noch mehr. Weil wir Freunde sind.
nicht mehr ertragen. Dann halt Epsilon. Oh, nee, T. Ich kehre in die Stadt zurück. Ihr seht aus, als könntet ihr einen Heiltrank vertragen. Warum hatte ich den Kram hier nochmal? Kann ich auch verkaufen. Da war irgendwas. Das hier. Dich brauche ich allerdings nicht mehr. Dich genauso wenig. Ich helfe euch gern weiter. Mikrowelle. Und damit wollen wir mal weitermachen mit der Quest. Oh, da liegt was Blaues. Wie konnte ich das übersehen? Lauf, 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 lauf. Wie eng. Ah, Endboss. Muss das aber hier das Ende sein? Ja, dann halt hier nochmal durch. Kann da reden? Geht da nur blöd rum. Nicht denn hier. Dann gibt gar keine Peilung, ne? Sieht aus wie ein Qual-Level. Jetzt sieht es hier aus, die haben sich schön gemütlich gemacht. Und halt schön warm. Leiche. Sie hat Gold. Blut. Gold kann ich immer gebrauchen. Diesen Kampf werde ich gewinnen. Oh ja, das gewinnen wir mal. Oh, ein Gefallener! Yeah. Und er war tot, schade. Und ich dachte, jetzt wird's interessant.
Halt die Fresse da! Oh, was Großes. Großes ist immer interessant. Und natürlich. Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Bitte! Hilft uns! Kleingeld! Natürlich. Eine offensichtliche Falle. Langweilig. Hey, cool. Kleingeld. Das hier die Hafenstadt aus der Hobbit? Nichts, dann ist erwartet euch. Ich brauche mehr Zeit. Loot, ich will alles. Loot, mein Loot. Nichts stärker geworden. Paragon Stufe 200 ja, noch was. Läuft groß dann. Gepäck ist voll. Schon wieder. Ich kehre in die Stadt zurück. Wollt ihr etwas verkaufen? Halt dich mal. So, einfach raus damit. Ich hab doch eigentlich die Ausrüstung, die ich brauche. Die ich gern hätte. Pass auf die Ringe, lieber halt dich. So, hier geht's nicht weiter. Okay. Das werdet ihr nicht überleben. Da denkt man so ein bisschen auf Rage Mode und dann ist das Spiel nach 3 Sekunden beendet. Kleingeld!
einfach Kleingeld. Und einmal durch diese Tür. Das war ein Golem. Ich bin überlastet. Ich muss zurückkehren. Schon wieder überlastet. Ich frag mich, ob man irgendwie die Tasche größer machen kann, so wie bei Torchlight. Ich behalt mal die Dings, die blauen Sachen, ja? Ich glaube, ich fange an, blaue Sachen zu links. Farmen wir doch mal die blauen Sachen. Den habe ich so gedoppelt. Dann weg mit dir. Wie ging das nochmal, um zu identifizieren, ja. Identifizieren. Ach. Ballets. Ja, kann man nachgucken. Ich habe schon zu lange nicht mehr gespielt. Jetzt war es auch schon wieder gut 2-3 Monate. Also, was braucht ihr? Nein, ich will nur verkaufen. Danke und wieder tschüss. Billig. Und viel. Hier ist der Endboss. Das ist der Endboss. Meister hat seine Arbeit am Stein bereits aufgenommen. Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt. Es ist bedeutungslos. Was kann ich jetzt killen? Ihr und der Rest der Geburtsbruch werden mein Geschenk sein. Für das, was ihr getan habt, werdet ihr sterben. Dämonenbrut wird im Feuer umkommen. Ich hab mich gesehen. Oh, das war jetzt nicht alles. Voll
sollte man sich eigentlich auf einen anständigen Endgegner und dann sowas. Ui, Loot. Inventar. Nice. Ah, da muss ich mal mit dem Daniel reden, warte. Hier bekommen habe, scheint jedenfalls genial zu sein. Ich kehre in die Stadt zurück. So, und das war dann die Quest. Ich würde mal sagen, hier an enden wir das Ganze. Und Dankeschön.